Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich zeige euch hier ein Video, das in Israel viral gegangen ist. Da haben messianisch-jüdische junge Leute mal gezeigt, welche rabbinischen Lehren so im Talmud bezüglich der Rolle der Frau geäußert werden. Das ist ziemlich heftig. Ich habe manche Passagen nicht so sehr gerne in Worte gefasst, aber ich glaube, dass das gut ist, wenn man das sieht und wenn man das auch weiß und sich darüber informiert, was das bedeutet, rabbinisches Judentum. Die sind sehr offenherzig da und zeigen ganz deutlich die Passagen, die im Talmud frauenfeindlich sind, menschenfeindlich sind. Ich kann das nicht anders formulieren. Schaut euch das gerne an, wenn man diesen Unterschied sieht zwischen dem rabbinischen Judentum einerseits und dem Evangelium Jesu Christi und wie Jesus die Rolle der Frau sieht, das ist erfrischend und das ist so herzerquickend und berührend, dass man sagen kann, man kann sich wirklich nur freuen, wenn man Jesus gefunden hat. Das ist was Schönes. Und auf der anderen Seite wird eigentlich auch deutlich, welche Furcht die Rabbiner entwickeln, wenn diese Dinge ans Tageslicht kommen. Einer der Rabbiner, ich glaube auch einer, der dort mit Namen genannt wird in dem Video, der war in der Knesset, der ist zurückgetreten, nachdem das ruchbar geworden ist, was da so hinter vorgehaltener Hand alles transportiert wird in der rabbinisch-talmudischen Theologie. Das ist ein großes Thema in Israel und manchmal habe ich den Eindruck, als ob Israel auseinanderbricht am Talmud, weil im Talmud diese mittelalterlichen jüdischen Weisen werden die genannt, die waren nicht weise, die waren töricht und vielleicht finster, was die formuliert haben. Es sieht so aus, als ob Israel am Talmud zerbricht, weil moderne, aufgeklärte Menschen, denen auch überall gezeigt und gesagt wird, dass sie ihren eigenen Verstand benutzen sollen, wenn die anfangen nachzudenken und im Talmud zu lesen und das vergleichen mit dem Evangelium, hat das Judentum, das rabbinische Judentum, überhaupt gar keine Chance gegen. Ja, und deswegen sind die auch so rigide mit ihren Verboten zu missionieren, weil sie genau wissen, dass sie dagegen gegen das Evangelium Jesu nicht ankommen. Und es sieht so aus, als ob das Feld weiß zur Ernte ist. Also beten wir, dass der Herr Arbeiter in seine Ernte schicke, nicht nur in Israel, sondern weltweit. Viel Gewinn und Gottes Segen beim Zuschauen. Die Themen in dieser Folge sind sehr sensibel. Die überwiegende Mehrzahl unserer jüdischen Brüder, sogar in den orthodoxen Gemeinden, sehen das alles nicht so. Israel ist ein fortschrittliches Land mit Gleichberechtigung und wunderbaren Familien. Auch wenn die meisten Israelis eine gesunde Einstellung zu Frauen in unserer Gesellschaft haben, widersprechen in ultraorthodoxen Gemeinden und den Lehren der Rabbiner der Heiligen Schrift und versetzen Frauen in Finsternis und Schande. Unsere Hoffnung ist, das Licht der Wahrheit auf diese dunklen Themen zu lenken und zu zeigen, wie Gott über Frauen denkt, im Licht unseres Messias Jesus. Weil das harte Themen sind und sehr beleidigende Aussagen, raten wir Ihnen zum Rücktritt. Die rabbinische mündliche Tradition sieht Frauen als die Töchter des Königs an. Einerseits sagen sie euch, dass ihr die Tochter eines Königs seid, aber andererseits spucken sie auf euch, machen euch nieder und schubsen euch in den hinteren Teil des Busses. Wollt ihr wissen, was sie wirklich über euch denken? Dafür müsst ihr in die finsteren Orte der rabbinischen Schriften hinabsteigen und euch innerlich darauf vorbereiten, denn das wird hässlich und es wird von Zitat zu Zitat schlimmer. Laut dem sephardischen Chefrabbiner Ovadia Yosef verfügen Frauen über keine gedanklichen Fähigkeiten, um tiefergehende Dinge zu lernen wie die Tora. Wir sind nur klug genug, um zu nähen und zu kochen. Frauen sollen kochen, nicht die Tora studieren. Frauen haben keinen Verstand außer zum Nähen. Außerdem stimmte Maran mit Baba Sali überein und zitierte ihn, wie folgt, bezüglich Frauen, die eine Perücke tragen. Pass auf, wenn du ins Leben nach dem Tod eingehst, verbrennen sie dich. Sie beginnen das Feuer in deinen Haaren und verbrennen dich vollkommen. Wegen den Haaren? Genauso sagte ein Breslauer Führer, ein Mann sollte wissen, dass eine Frau ein Esel ist. Wenn ein Mann heiratet, heiratet er nicht eine Person, sondern einen Esel. Später fügte er hinzu, eine Frau ist ein gehirnloses Ding. Es hat keinen Verstand. Sie ist nur in der Lage, auf Kinder aufzupassen. Außerdem ist sie gehirnlos.
Nachweislich inspirierten ihn die jüdischen Weisen, die geschrieben haben, Frauen kann man nicht lehren und sie sind nicht vertrauenswürdig. Es ist damit nicht genug, dass sie uns dumm und minderwertig nennen. Wir müssen auch unseren Mund halten, auch wenn sie uns verletzen. Hört auf die Worte von Rabbi Benjamin Manasseh Levin. Wenn ihr Mann den Raum betritt, muss die Frau aufstehen. Es ist ihr nicht erlaubt, sich hinzusetzen, bis ihr Mann das tut. Und sie darf ihn nicht ansprechen. Und sogar wenn er sie schlägt, muss sie still bleiben. So wie das bescheidene Frauen tun. Und wenn wir nicht damit einverstanden sind, zu schweigen? Rabbi Maimonides hat die Lösung. Sein Rat ist es, sie zu schlagen. Jede Frau, die ihre häuslichen Pflichten vernachlässigt, darfst du zwingen, bis sie gehorcht, auch mit einer Peitsche. Während Maimonides dem Ehemann befiehlt, sie zu schlagen und zu zwingen, damit sie Dinge gegen ihren Willen ausführt, befiehlt das Neue Testament dem Ehemann, seine Frau zu lieben und sich für sie zu opfern. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie gegeben hat, auf dass er sie heiligte und reinigte. Was haben wir Frauen getan, dass die Rabbiner uns so sehr hassen? Ihrer Meinung nach wurden wir geschaffen in dem Bilde Satans. Der verehrte Rabbi Baya ben Asher lehrte, dass nur weil die Frau geschaffen wurde, wurde der Satan mit ihr geschaffen. Und denkt an einen Yeshiva-Student, der sich gewagt hatte, seinen Rabbiner zu fragen, wie er die folgende Passage auslegen würde. Und er sagte mir, dass das größte Übel, die Grausamkeit und die Härte nur in einer Frau gefunden werden könne. Nach seinen Worten ist die Frau von Natur aus grausam. Deshalb wohnt die Grausamkeit in jeder Frau, egal ob jüdisch oder nicht jüdisch. Nur eine Frau ist in der Lage, die letztendliche Wurzel des Bösen zu erreichen. Das bedeutet, all die Übel und Probleme in der Welt gibt es nur wegen einer Sache, den Frauen. Danach fragte ich den Rabbi, warum wurde die Frau geschaffen, wenn sie so böse ist? Er antwortete, um dem Mann zu dienen, der die Gebote hält. Also sind nur die Frauen die Wurzel allen Übels? Dann frage ich mich, waren Hitler, Mao, Stalin oder Gaddafi auch Frauen? Wenn die Wurzel allen Übels Frauen sind, würde das erklären, warum es Rabbiner gibt, die Ehemännern erlauben, ihre Frauen umzubringen. Laut Rabbi Moshe Waknin ist eine Frau selber schuld, wenn sie von ihrem Ehemann getötet wird. Manche Frauen sind dumm, also sei nicht überrascht, wenn wir sie töten. Okay, das ist sicher deswegen, weil sie eine Delle ins Auto gefahren haben. Rabbi Silberstein, ein Mitglied des Gdolei HaTorah Council, behauptet, dass der Grund für Verkehrsunfälle Frauen sind. Die unkontrollierbare Natur von Frauen verursacht Unfälle. Eigentlich hat er recht. Liebe Frauen, vielleicht ist es besser, wenn wir den ganzen Tag zu Hause in einer Ecke sitzen und gar nicht erst rausgehen. Es sieht so aus, als ob Maimonides genau wusste, was er sagte, dass die Eheleute ihre Frauen einsperren und nicht öfter als einmal im Monat rauskommen lassen sollten. Es ist schändlich für eine Frau, immer raus auf die Straßen zu gehen. Und die Ehemänner müssen ihr es verbieten. Er könnte sie ein- bis zweimal rauslassen im Monat, so wie es halt nötig ist. Es gibt nichts Schöneres für eine Frau, als im Haus zu bleiben. Wer sind wir, dass wir mit Ramban streiten könnten? Wir sind nicht nur dumm, böse und gefährlich, wir stinken. Laut Rabbi Yehoshua Weizmann stinkt die Frau im Gegensatz zum Mann von Natur aus. Und deswegen sollten wir Parfüm tragen. Der Leiter der Hester Yeshiva erklärt, eine Frau braucht natürlicherweise Parfüm, weil sie im Allgemeinen schlechter riecht als Männer. Ich frage mich, warum wir als Frauen so stinkig sind. Sicher weiß das Rabbi Yitzhak Cohen. In seiner Sprache, in der Welt der Wahrheit, werden Sie sehen, dass eine Frau ein Sack voller Exkremente ist. Keine Bange, er hat sich das nicht selbst ausgedacht. Er hat eine Quelle aus dem Talmud. Die Weisen haben geschrieben, dass eine Frau ein Gefäß voller Fäkalien und Blut ist. Und ihr Mund ist voller Blut und jeder wird von ihr betrogen. Es sieht so aus, als ob das die Art und Weise ist, wie heilige Männer Gottes sprechen. Übrigens, der Rabbi Yuval Shealow hat in seinem Text nicht einmal versucht, eine Entschuldigung abzugeben. Vielmehr hat er zugegeben, dass der Weise, der das gesagt hat, Frauen wahrscheinlich als verabscheuungswürdig angesehen hat. Warum reden sie so über uns? Sind wir etwa keine Menschen? Haben wir keine Gefühle? Wenn wir uns verletzt, bluten wir nicht auch? Wir bluten nicht nur, sondern wir töten auch. Denn laut Rabbi Navid Negar kann eine menstruierende Frau, die eine Pflanze begießt, sie töten. Sie machten eine Studie dazu. Ein Nichtjude bekam Blumen, gab sie seiner Sekretärin, sie stellte sie in eine Vase und die Blumen starben.
Also laut den Rabbis ist es erlaubt, uns zu beleidigen, zu schlagen und zu töten, weil wir Frauen sind. Aber was ist mit Vergewaltigung? Lass uns sehen, was der Oberrabbiner des IDF bezüglich dieser Sache zu sagen hat. Rabbi Eyal Karim sagte, um die Moral der Soldaten hochzuhalten, können sie ihre Lust damit befriedigen, indem sie mit einer hübschen nichtjüdischen Frau schlafen, gegen ihren Willen, als Teil, um den Kampfgeist der Armee aufrechtzuerhalten. Hast du vergewaltigt und auch in Besitz genommen? In den Worten des Rabbiners Yosef Mizrahi ist das ganz offensichtlich so. Und es wird als gute Tat angesehen. Ein Mann vergewaltigt eine Frau und schwängert sie, er folgte doch nur dem Gebot, seid fruchtbar und mehret euch. Und der Vergewaltiger, seine Tat wird als eine gute Tat angesehen. Das ist okay. Wir Frauen haben das ja nachweislich verdient. Aber was ist mit kleinen Mädchen? In den Worten von Maimonides ist Geschlechtsverkehr mit einem weiblichen Kleinkind weniger verabscheuungswürdig, wenn es jünger als 3 Jahre ist. Eines, das 3 Jahre und 1 Tag alt ist, ist für den Geschlechtsverkehr innerhalb der Ehe vorbehalten. Laut den rabbinischen Schriften wird, wenn jemand seinen Penis in ein Mädchen, das jünger als 3 Jahre alt ist, einführt, das Jungfernhäutchen zwar zerrissen, aber es wird wieder geheilt und erneuert. Und deswegen wird es nicht als sexuelle Tat angesehen. Das bedeutet also, Verkehr mit einem Mädchen jünger als 3 Jahre wird nicht als Geschlechtsverkehr angesehen. Rabbi Avraham Stavi. Und deswegen, laut der rabbinischen Schriften, verdient die Vergewaltigung von Kindern unter 3 Jahren nicht die volle Strafe. Und wenn sie jünger war als 3, sind beide von der Strafe ausgenommen, weil der Geschlechtsverkehr nicht stattgefunden hat. Der Talmud. Also, wissenschaftliche Untersuchungen sagen, das ist Unsinn. Ihr Jungfernhäutchen wird nicht erneuert. Und übrigens, auch wenn diese Diskussion nur hypothetisch ist, offenbart sie exakt, was im Denken der Rabbis vor sich geht und was die Yeshiva-Studenten den ganzen Tag in der Yeshiva diskutieren. Laut den Rabbis sind Frauen Nymphomaninnen, ohne jegliche Selbstkontrolle. Zum Beispiel sagte der frühere Chefrabbiner von Israel, dass es verboten ist, Frauen mehr als 3 Gläser Wein zu geben. Andernfalls will sie mit dem Esel auf dem Markt schlafen. Sie gibt der bösen Neigung nach, die sie kontrolliert, und sie kann sich nicht stoppen. Sie hat keine Kontrolle über sich. 3 Gläser Wein und sie wird ihre Selbstkontrolle verlieren. 4 und sie fordert den Esel im Marktplatz auf, ohne Probleme. Ein Esel vor jedermann. Sie hat keine Kontrolle. Sie ist betrunken ohne Selbstkontrolle. Und wie kontrollierst du laut Talmud, ob eine Frau, die vom Marktplatz zurückkommt, noch Jungfrau ist oder nicht? In Maseket Ketubot 10 sehen wir ein einführendes Beispiel, wie man die Jungfräulichkeit einer Frau überprüfen kann. Es berichtet von Rabban Gamaliel, wie er 2 Frauen, eine Jungfrau und die andere nicht, auf ein Weinfass setzte. Weil die Geschlechtsorgane der Frauen mit dem Wein in dem Fass in Berührung kamen, roch er anschließend an den Mündern der beiden Frauen. Rabbi Gamaliel roch an dem Mund der nackten Jungfrau und konnte keinen Wein riechen, weil offensichtlich das Jungfernhäutchen den Durchgang des Weins blockierte zwischen ihren Geschlechtsteilen und ihrem Mund. Und Rabbi Gamaliel fuhr fort, dass er an dem Mund der Frau roch, die keine Jungfrau war. Und es roch nach Wein. Schlussendlich hat sie also kein Jungfernhäutchen, das den Weingeruch von ihren Geschlechtsorganen zu ihrem Mund stoppen könnte. Diese rabbinischen Diskussionen grenzen manchmal an Pornografie. Wir brauchen ganz sicher nicht zu erklären, dass das wissenschaftlich kompletter Nonsens ist. Aber es steht in dem mündlichen Gesetz, im Talmud. Die Rabbis haben keine andere Wahl, als das als wissenschaftliche Wahrheit zu akzeptieren. Und achtet mal auf das. Rabbi Arye Stern, der Oberrabbiner von Jerusalem, Mitglied des Oberrabbinates und Chef des Clear Halacha Instituts, gab das zu und versuchte es zu relativieren. Wir können das nicht wirklich erklären. Vielleicht waren die Elemente damals anders als heute. Rabbi Eitan Bagdadi sagte, eine Frau, die ihren Mann betrügt, sollte rausgebracht und öffentlich verbrannt werden. Sie sollte auf dem Marktplatz verbrannt werden, sodass die Leute es sehen und daraus lernen. Und als ob das nicht genug wäre, wird sie in der nächsten Inkarnation als eine Kuh wiedergeboren. Die Bücher der jüdischen Weisen sagen, dass eine Frau, die ihre Brüste entblößt, normalerweise als Kuh wiedergeboren wird. Das ist auch der Grund, warum manche Frauen an Brustkrebs leiden. Warum? Weil jedermanns Augen drauf schauen. Und wenn wir schon bei Brüsten sind, die Aussagen des Amorai Rav Ashi behaupten, dass ein Ehemann sich von seiner Frau trennen kann, wenn er entdeckt, dass der Platz zwischen ihren Brüsten zu weit ist und er es nicht mag. Dieser Abstand ist eine Schande für sie und deswegen wird das als ein Defekt angesehen und kann zur Scheidung führen.
Wenn ihr glaubt, dass wir schon am Ende dieser Absurditäten wären und dass die Rabbiner nichts Bizarreres mehr zu sagen hätten, sieht es doch so aus, als ob es so wäre. Laut Rabbi Ronen Shaulov sind die Krankenhäuser voller kranker und sterbender Kinder, weil wir nicht entschieden haben, unsere Haare aufzustecken. Jedes Kind, das im Krankenhaus stirbt, jedes kranke Kind im Hospital, hat nur einen Grund, weil ihr mit euren Haaren rumspielt. Schämt ihr euch nicht? Ihr seht jeden Tag, wie Kinder sterben, wie Kinder beerdigt werden. Zu eurer Information, es ist nur, weil ihr eure Haare nicht zusammenfasst. Hier geht es nicht nur um Rabbiner. Das ist eine Lehre, die tief verwurzelt ist in jedem jüdischen Mann in der Synagoge. Schlussendlich forderten die jüdischen Weisen alle jüdischen Männer auf, einmal am Tag zu sagen: Gesegnet seist du, o Herr, unser Gott des Himmels, dass du mich nicht als Frau geschaffen hast. Obwohl es in unserer Zeit viele Entschuldigungen und unterschiedliche Erklärungen gibt durch die modernen Rabbiner, schaut euch trotzdem an, wie die jüdischen Weisen diese Segnungen verstanden wissen wollten. Rabbi Abraham Seva zum Beispiel, er war der Oberrabbiner während der spanischen Inquisition, erklärt: Er schuf mich nicht als Frau, weil eine Frau ist ein Fluch. Aber die Art und Weise dieses Segens und sein Kontext erklärt uns alles. Schlussendlich müssen wir Männer alle dafür danken, dass er mich nicht als Heiden geschaffen hat, dass er mich nicht als Sklave geschaffen hat, dass er mich nicht als Frau geschaffen hat. Der Heide, der Sklave und die Frau sitzen bei diesem Segen alle im gleichen Boot. Sollen wir euch auch daran erinnern, was die rabbinischen Schriften über die Nichtjuden sagen? Hier ist ein kleiner Eindruck der Worte der Weisen. Nichtjuden sind Tiere. Sie sind mit Eseln vergleichbar. Verglichen mit Israel sind alle Nichtjuden Tiere in Menschengestalt. Nichtjuden haben keine Seele oder Geist. Sie sind nicht mal mit einem koscheren Tier vergleichbar. Es ist gut, Nichtjuden zu töten. Das zeigt auch den Stand der Frau in Bezug auf den Mann. Die jüdischen Weisen bestimmten, dass wenn ein Mann und eine Frau drohen, in einem Fluss zu ertrinken, dann muss der Mann vor der Frau gerettet werden. Der Mann kommt vor der Frau und rechtfertigt den Verlust. Im Jerusalemer Talmud schrieb Rabbi Shimon ben Eliezer, dass man einer Frau keinen Schmuck geben solle, weil es dazu führt, dass sie arrogant wird. Warum ist Schmuck verboten? Der Rabbi sagte, dass Frauen arrogant sind. Und wenn sie arrogant ist, dann ist es ein Befehl, auf sie zu spucken. Der heilige Ari würde jederzeit ausspucken, wenn er eine unanständige Frau sieht. Es ist ein Segen, auszuspucken, wenn man eine unanständige Frau sieht. Wo wir gerade bei Unanständigkeit sind, der bekannte orthodoxe Lehrer Rabbi Amnon Yitzhak sagt, dass es für Frauen verboten ist, ein Auto zu fahren. Die Wahrheit ist, traditionellerweise ist es unanständig für eine Frau zu fahren. Also sollte sie den Bus nehmen. Nur, dass sie in der hinteren Ecke des Busses sitzen sollte. Andernfalls könnte eine Frau der Mehadrin-Buslinien bestraft werden, weil es geboten ist, jemanden zu bestrafen, der die jüdischen Anstandsgesetze nicht einhält. Oh, vergesst das. Sie sollte laufen. Das ist gut für sie und ihre körperliche Ertüchtigung. Weil laut Rabbi Yossi Mizrahi haben Frauen nicht das Recht, fett zu werden. Wenn ihr Mann allergisch gegen Fett ist und das nicht mag, dann hat sie kein Recht, an Gewicht zuzulegen. Sie muss gegen ihre Gelüste ankämpfen, weil das sonst das Haus zerstören könnte. In einem anderen Sermon behauptet Rabbi Mizrahi vor seinen Zuhörern, dass eine Frau, die keine Jungfrau ist, wertlos ist. Sie ist wie ein defektes Produkt und sie hat nur den halben Wert. Warum? Das ist wie wenn man eine Colaflasche kauft. Wenn sie nicht geöffnet ist, bezahlst du $2. Wenn sie geöffnet ist, ist sie nicht mal 10 Cent wert. Denn wer kennt dann noch den genauen Inhalt der Flasche? Sobald eine Frau zu einem gebrauchten Produkt wird, mindert sich ihr Wert in Übereinstimmung mit Gottes Willen signifikant. Eine Tochter des Königs? Denk mal kurz drüber nach. Was für ein Vater würde das zu seiner Tochter sagen? Liebe Frauen, vielleicht mindert sich euer Wert dramatisch in den Augen dieses deformierten Gottes der rabbinischen Schriften. Aber das ist nicht die Art und Weise, wie der Gott Israels euch sieht. Im Gegensatz zu den Rabbinern, die eine nichtjungfräuliche Frau als wertlos ansehen, schaut euch an, wie Jesus, der Messias, mit einer Frau umging, die nicht nur ihre Jungfräulichkeit verloren hatte, sondern im Ehebruch ergriffen wurde. Früh am Morgen kam er erneut in den Tempel und das ganze Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Dann kamen die Schriftgelehrten und Pharisäer und brachten zu ihm eine Frau,
die im Ehebruch ergriffen wurde. Und als sie sie in die Mitte gestellt hatten, sagten sie zu ihm: Lehrer, diese Frau wurde im Ehebruch ergriffen, auf frischer Tat. Nun, Mose hat uns im Gesetz befohlen, dass eine solche gesteinigt werden müsse. Was sagst du? Das sagten sie, um ihn zu prüfen, damit sie etwas gegen ihn hätten, um ihn zu beschuldigen. Aber Jesus beugte sich nieder und schrieb etwas auf den Boden mit seinem Finger, als ob er sie nicht hört. Und als sie ihn weiterhin fragten, richtete er sich auf und sagte zu ihnen: Der, der ohne Sünde ist unter euch, der werfe den ersten Stein. Und er beugte sich wieder herab und schrieb weiter in den Boden. Und die, die ihn hörten, wurden von ihrem Gewissen überführt, und einer nach dem anderen ging weg, angefangen von dem Ältesten bis zu dem Letzten. Und Jesus blieb allein und die Frau stand vor ihm. Als Jesus sich aufrichtete und niemand sah, außer der Frau, sagte er zu ihr: Frau, wo sind deine Beschuldiger? Hat dich niemand verurteilt? Und sie sagte: Nicht einer, Herr. Und Jesus sagte zu ihr: Dann verurteile ich dich auch nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Anstatt sie wegen ihrer Sünde zu steinigen, was laut der Tora definitiv ihre Strafe gewesen wäre, wählte der Messias Jesus, ihr das wahre Gesicht Gottes zu zeigen. Vergebung, Gnade, Liebe und Annahme. Als Frau im Schatten der rabbinischen Schriften zu leben, verursacht eine schwere Dissonanz in deiner Seele und in deinem Geist. Du kannst absichtlich versuchen, die Teile, die dich verletzen, zu ignorieren und versuchen, das abzulehnen, was die Rabbiner lehren, und glauben, dass es nicht das ist, was im Talmud geschrieben steht. Aber warum bist du dazu verurteilt, in einer Lüge zu leben? Die Wahrheit macht dich frei. Und die Wahrheit ist, dass Gott dich liebt, dich kennt und dich zu sich ziehen will, dir zuhört und dich als jemand Gleichwertiges unter Gleichwertigen sieht. Glaube nicht an den verdrehten Gott, den die Rabbiner geschaffen haben, um dich von dem wahren Schöpfer abzuhalten, der auf dich wartet mit offenen Armen